Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer zum JFD Live Trading TV. Jetzt hier am 20. Juli, 11:10 Uhr. Wir wollen wieder auf den DAX schauen zum Wochenauftakt, der ja ein Stück weit behäbig in den Handel startete. Wir hatten auch unlängst dazu einen Stream-Beitrag geschrieben. Es gab ja EUWAX-Kursfeststellungsprobleme auch beim FDAX, was hier generell den Handel über eine Stunde hinaus zog, beziehungsweise die Handelsunregelmäßigkeiten. Der DAX bewegte sich kaum 25 Punkte. Das ist natürlich jetzt schon wieder Geschichte. Es sollte wieder alles nach Plan laufen und der DAX hat hier entsprechend auch schon mit Volatilität geglänzt. Wir hatten ja, wie gesagt, eine bullische Aussicht auf Tagesbasis anhand des heutigen Patterns Fuzzy-Vektorlogik, dazu mehr im Stream. Wir wollen uns jetzt mal das aktuelle Preisgeschehen hier anhand der klassischen Charttechnik mal näher betrachten und da sehen wir hier im Stundenchart, dass am vergangenen Freitag zugegebenermaßen die Bären ja, Druck ausübten, aber doch nicht so wie eigentlich erwartet, denn hier ein Test des Niveaus von 11.600 Punkten wäre doch rein technisch gesehen eine sehr, sehr schöne Rücklaufbewegung gewesen, die, wie wir jetzt sehen, ausblieb und auch tiefere Preise, 11.500 Punkte, blieben aus. Das sind nach wie vor aber sehr, sehr wichtige, interessante Unterstützungslevel, die für den Fall, dass der DAX hier doch wieder Schwäche auffährt, beachtet werden sollen. Aktuell haben wir uns hier über diese Zone 11.650, 11.700 Punkte rausgearbeitet und das nächste Ziel liegt hier unweigerlich im Bereich von 11.870, 11.875 Punkten. Hier oben diese horizontale Widerstandslinie ist jetzt hier das nächste Kursziel, was der DAX sozusagen vor Augen hat. Rein von der Pattern-Logik hatten wir hier bei 11.816 ein finales Hoch, was heute praktisch dann hier mit eben der Trefferquote von knapp 69% hier zu Buche schlägt. Da sind wir schon fast dran gelaufen, aber von der Average True Range geht sogar noch ein Stück weit mehr. Wir schauen jetzt mal hier den DAX, Xetra DAX hier speziell an. Xetra rechts, JFD 24 Stunden Indikation links. Und da sehen wir, dass wir schön am Vorwochenhoch gescheitert sind. Sowohl hier im Xetra DAX als auch hier im indikativen 24-Stunden-DAX. Und auf den gehen wir jetzt hier mal direkt ein. Und da sehen wir das aktuelle Scheitern am Vorwochenhoch. Das ist interessant. Jetzt aktuell Vortageshoch vom Freitag, hier auch wieder unterschritten. Jetzt wird es spannend, dass der DAX sich hier wieder fängt. Also einen deutlichen Rücklauf in Sachen Opening, beziehungsweise wir gehen mal hier auch auf den Xetra rein. Hier ein deutlicher Rücklauf unter 11.700 Punkte wäre sehr, sehr unschön. Das muss nicht sein, dass sowohl im Xetra als auch im indikativen DAX haben wir hier ein Support-Level, welches, wenn wir überhaupt so tief zurückkommen, definitiv verteidigt werden müsste, um nicht größeres Ungemach nach außen zu signalisieren. Schauen wir aber in die Indikation und da kann festgestellt werden, wenn wir uns hier zwischen dem Vortageshoch und dem heutigen Opening-Preis stabilisieren, also hier in der Range von aktuell ja, 11.760 bis 11.700 Punkten, dann wäre es entweder ein Ausbruch auf ein neues Wochenhoch, beziehungsweise mit Überwindung des Vorwochenhochs sehr, sehr bullisch zu werden, sodass wir 11.816 anhand der Fuzzy-Vektorlogik in jedem Falle abarbeiten. Dann wäre im Prinzip auch sozusagen die Range generell hier mit Bezug auf Freitag in Sachen Fibonacci-Levels abgearbeitet. Geht es jedoch hier in Sachen Average True Range an die 235, 236 Punkte, die der DAX eigentlich hier mit Schnitt oder mit Sicht auf die letzten 14 Tage im Schnitt absolvierte, dann haben wir heute auch noch Niveaus von 11.900 plus Punkte zu erwarten. Und das könnte passieren, wenn der DAX eben hier nach oben ausbricht, vor Wochenhoch reißt, vor Tageshoch, also Freitagshoch praktisch hinter sich lässt, dann kann hier ein Stück weit nach oben was an Dynamik aufkommen. Unten, wie gesagt, 11.700 ganz wichtig, gehen wir da durch, dann haben wir 11.650 Punkte als Support-Level und da haben wir auch schon das Vortagestief bei 648 und das Vormonatshoch. Also hier haben wir unterstützend unterhalb von 11.700 Punkten noch zwei Level, die verteidigt werden sollen, da es ansonsten sicherlich einen Rutsch in Richtung 11.550 Punkte geben dürfte. Aktuell mal abwarten, was noch passiert, aber der DAX wirkt unverändert bullisch. Wir haben ja heute von der Wochentagsstärke schon festgestellt, hier im Streambeitrag heute 52%, das ist nicht die Bombe, leicht positiv, hingegen morgen schon wieder leicht schwächer, aber sehr, sehr stark der Donnerstag hier mit 68% bullischer Phasen. Das ist doch was, wo man immer wieder hinblicken sollte. Doch schauen wir jetzt mal auf den Tagesschart, nachdem wir hier Intraday mal den DAX auseinanderklamüsert haben. Hier die Situation weiter bullisch. Ja, also hier, jetzt, wenn wir uns oberhalb von 11.700 Punkte festigen, 11.600 wäre ein schönes Pullback-Level gewesen, wenn wir es noch sehen, wunderbar. Falls nicht, dann haben wir hier definitiv jetzt eben 11.875, dieses Widerstandslevel hier oben, um dann gegebenenfalls darüber hinaus, und danach kann es durchaus aussehen, hier ein neues Allzeithoch
anzugreifen. Unglaublich aber wahr. Das Einzige, was dagegen spricht, ist die Saisonalität, die bekanntermaßen nach wie vor nach unten gerichtet ist und auch hier weiter mit Blick in die Sommermonate, gerade auch dann September, Oktober, Herbst, hier schon dann recht kritisch werden könnte. Also da haben wir hier einen relativ negativen Indikator, der allerdings natürlich keine Schablone, kein Abziehbild für die DAX-Entwicklung ist. Insofern muss man uns einfach auch der Realität stellen. Und die ist hier mit dem Ausbruch über diesen Abwärtstrendkanal. Hier gab es ja schon mal einen Fake-Ausbruch im Juni, aber hier mit diesem Ausbruch von Mitte Juli hier definitiv untermauert wurden. Und jetzt sieht es wirklich nach weiter bullischen Notierungen aus. Alles, was sich jetzt hier oberhalb von 4000 Punkten grob auf Tagesbasis absolviert, stattfindet, ist hier bullisch zu sehen im Kontext dessen, dass dies nur eine Verschnaufpause im Sinne der vorherigen Aufwärtsbewegung ist. Unter 11.300 sollte man natürlich tunlichst nicht mehr fallen. Das wäre dann sicherlich ein sehr, sehr negatives Zeichen. Aber danach sieht es aktuell bei Weitem nicht aus. Insofern Bullriding, soweit jetzt das Auge reicht. Und Rücksetzer dienen hier nach wie vor als Kaufgelegenheiten. Es sei denn, es kommt wieder externe Störfeuer, was hier die charttechnische Ausgangsbasis ja, wieder kippen würde. Doch danach, wie gesagt, sieht es aktuell nicht wirklich aus. Abschließend nochmal auf Euro-US-Dollar. Hier ist natürlich die Korrelation zu bedenken. Und Euro-US-Dollar hat hier technisch weitere Verkaufssignale aufgeworfen, nachdem der Goldpreis ja auch sichtlich unter die Räder gekommen ist. Also US-Dollar trumpft hier mit Stärke auf, Gold, Euro dementsprechend schwach und davon profitiert der DAX. Und Sie sehen hier eben die Korrelation mit Blick auf die letzten 3 Jahre. Und das kann sich hier auch durchaus noch weiter ausbauen. Ja, also dass man hier praktisch wieder sehen, wenn der DAX tatsächlich sich zu neuen Hoch aufmacht, das macht, dass der Euro dann hier neue Mehrjahrestiefs markiert. Das kann alles passieren. Die eigentliche Erwartung, dass Euro-US-Dollar Richtung 1,18 geht, also noch ein Stück weiter sich erholt, der DAX entsprechend weiter fällt, wird aktuell nach hinten geschoben. Hier haben sich die Vorzeichen einfach geändert. Gut, warten wir mal ab, was der weitere Tag bringt. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein erfolgreiches Händchen bei Ihren Aktivitäten. Schauen Sie mal wieder im Stream vorbei oder lassen Sie sich per E-Mail automatisch benachrichtigen. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wenn Sie mögen. Hören wir uns nachher nochmal wieder, entweder zu einem interessanten Underlying oder aber zur Bewertung der US-Märkte. Danke fürs Einschalten, bis später, bis dahin, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.